Konami trennt sich von Antoine Griezmann als Ambassador of Yu-Gi-Oh! Jetzt denkt ihr, what? Und genau um dieses Thema wird es im heutigen Video gehen. Wir spulen nochmal ein bisschen zurück, damit ihr auch versteht, warum das so ein bisschen relevant ist, was genau passiert ist und warum das auch für Yu-Gi-Oh! Ein kleiner Einschnitt ist zu dem, was in Zukunft passieren wird. Denn für alle, die es nicht mitbekommen haben, Konami hat Antoine Griezmann als Ambassador für Yu-Gi-Oh! Quasi announced und hat gesagt, dass der, der Yu-Gi-Oh! Vertreten wird in der Welt und der quasi unser Spiel vorantreiben wird. Das kam vor einem Monat oder so oder vor anderthalb Monaten, also noch gar nicht so lange her. Er hat ein Interview geführt, es wurde quasi gesagt, was er machen soll. Es gab Promotion Materials, es gab Fotos, es gab viele Sachen zu dieser kleinen Thematik, dass Antoine Griezmann quasi Yu-Gi-Oh! Für die Welt ein bisschen, sagen wir mal, einsteigerfreundlicher machen soll, um die Leute, die halt Griezmann mögen oder Fußball mögen, so ein bisschen zu Yu-Gi-Oh! Rüberzusehen. Von der Idee her auch gar nicht so schlecht, denn Antoine Griezmann ist halt ein extrem bekannter Fußballspieler, auch wenn Frankreich gerade bei der EM rausgeflogen ist. Jetzt fragt man sich natürlich, was zum Teufel ist da überhaupt passiert? Und das ist relativ einfach zu erklären. Er hat gelacht. Worüber er gelacht hat, war jetzt nicht so ganz so clever. Es gibt ein Video von Dembélé, der sich über die Hotelmitarbeiter lustig macht, die Asiaten sind, und Antoine Griezmann lacht einfach darüber. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Konami ist eine asiatische Firma. Und dann siehst du ein Video, wo sich ein Kollege, ein Mitspieler von Griezmann, über asiatische Mitarbeiter lustig macht und Griezmann lacht. Hier ist, by the way, ein kurzer Ausschnitt aus dem Video. Und ja, das war auch nicht mal witzig, ne? Denn ich finde generell solche Aussagen immer schwierig, ne? Man kann natürlich, wenn man will, mit seinen Freunden Jokes machen, die auch vielleicht nicht ganz so politisch legal sind. Aber Personen des öffentlichen Lebens sollten das vielleicht auch nicht aufnehmen, denn es hat Dembélé ja aufgenommen. Und ich frage mich halt, why? Und ist natürlich klar, dass Gnabry dann sagt so, Bruder, nee, Mann. Das geht halt gar nicht klar. Also der Image-Schaden für Griezmann ist auf jeden Fall da, für Dembélé natürlich auch, weil er hat es natürlich gesagt. Aber was halt das für Yu-Gi-Oh! Bedeutet ist, dass wir keinen Ambassador mehr haben. Und das war ja auch von Konami eigentlich gar nicht geplant, denn Griezmann selber ist auf Konami zugegangen und hat gesagt so, ey, ich hätte Bock drauf, ich finde euer Spiel cool, ich möchte es gerne promoten. Das wird jetzt nicht passieren. Auch Griezmanns eigene Karte, die er kreieren wollte mit Konami, wird es dann wahrscheinlich auch nicht geben. Was ich sehr schade finde, weil ich hätte gern gesehen, was da passiert wäre. Was sagt ihr zu der Thematik, zu Griezmann? Lasst mir in den Kommentaren da, lasst dem Video gerne mal ein Like da. War jetzt kein langes Video, aber gibt ehrlich gesagt nicht viel dazu zu erzählen. Bis zum nächsten Video rein. Ciao Leute.